Zum 300. Mal das Derby Rapid gegen Austria. Zum x-ten Mal das Derby der Dorfclubs Mattersburg und Ried. Zum ersten Mal Frühjahrsauftakt für Innsbruck und Admira. Machen Sie mit mir einen Blick zurück. Wir befinden uns nicht auf der Skipiste, sondern am Innsbrucker Tivoli. Mit dem Schnee ist man in den letzten Tagen Schlitten gefahren. Und heute, 7 Tage später, erwartet die 22 Kicker doch glatt ein sattes Grün. Auch wenn es bei genauem Hinsehen nicht ganz so doll aussieht. Die Kicker sind trotzdem voller Tatendrang. Wacker, gewohnt in Schwarz-Grün, hat schon nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit. Peter Hackmeier und ein erster Warnschuss Richtung Admirador. Der war nicht ohne. Die Admira, die wie die Tiroler auf einige Stammspieler verzichten muss, ist in den Anfangsminuten noch auf der Suche nach der spielerischen Linie. Wacker ist da schon einen Schritt weiter. Hier ungeschnitten der direkte Gegenzug. Weiter Pass von Berstahler auf Schütz. Der umkurvt die gesamte Admira-Defensive, zieht ab und jubelt über den Führungstreffer. 13 Minuten sind gerade mal gespielt und Wacker führt mit 1:0. Ein Treffer übrigens, der für mich in die Kategorie haltbar fällt. Für die Admira ist dies jedenfalls eine Art Weckruf. Zuletzt haben die Niederösterreicher die Leichtigkeit des Aufsteigers verloren. Mit Start der Rückrunde will man da wieder hin und das ist ein erster gefährlicher Angriff. Der Niederösterreicher Seebacher und Schafer mit der ersten Abwehr. Wacker beschränkt sich vorerst auf das Verwalten des knappen Vorsprungs. Nur selten kann man in dieser Phase offensive Akzente setzen. Hier gelingt es einmal. Wernitznix, Idealpass ins Zentrum und Berstahler scheitert zum wiederholten Male. Julius Berstahler, der heute Miran Burgic vorgezogen wird. Ja, und Didi Kübauer ist in diesem Falle not amused. Ansonsten steht er ja auf seine Zitat Supertruppe und das ist der Hauptgrund, warum er heute seinen Vertrag bei der Admira bis 2014 verlängert hat. Halbzeit 2 sieht dann im Land der Berge vorerst die Admira als die engagiertere, initiativere Truppe. Wacker lässt den Niederösterreichern aber auch viel Raum, genützt wird aber nur selten. Hier ist Torhüter Schafer wieder auf dem Posten. Auch Wacker tut sich nach vorne schwer. Gerade einmal 9 Tore weisen die Tiroler als die harmloseste Heimmannschaft der Liga aus. Gefährlich wird's dann bei Standardsituationen. Merino, er findet Landsmann Iñaki Bea und der scheitert dann Torhüter Tischler. Die spanische Koproduktion mit dem Abschluss des wieder zurückgekehrten Abwehrchefs. Merino ist immer wieder die Schaltzentrale im schwarz-grünen Dress. Hier spielt der Burgic frei. Wernitznik zum ersten und Dakovic zum zweiten, knapp vorbei. Aber schauen wir genau noch mal auf die Szene vorher. Hier fordern die Tiroler Elfmeter. Christopher Dibon ist zwar mit der Hand am Ball, eine Absicht ist ihm aber hier nicht zu unterstellen. Die Admira jetzt mit der stärksten Phase im Spiel. Immer wieder geht's schnell und direkt und das vor allem über die rechte Seite. Seebacher auf den eingewechselten Sulimani und ein Knall sowie blankes Entsetzen. Sulimani hier vollkommen alleingelassen. Die Admira ist in dieser Phase dem Ausgleich nahe. Die Tiroler verlegen sich nur noch aufs Kontern. So wie hier. Dann geht's aber schnell und auf einmal heißt's 2:0. Miran Burgic erzielt in der 80. Minute das vorentscheidende zweite Tor. Ein zugegeben wunderschönes Tor. Verantwortlich dafür sind zwei eingewechselte Spieler. Momo Ildis, Geistesblitz und Miran Burgic, Kaltschnäuzigkeit. Die Antwort der Admira wenige Minuten später. Ein schöner Pass von Schachner, Auer und sein Schuss, er landet überraschend zum 2:1 im Netz. Stefan Auer erzielt nach 86 Minuten den Anschlusstreffer.
Gibt's denn heute schon wieder ein Déjà-vu? Beide Spiele im Herbst hat die Admira in den letzten Minuten nämlich noch umgedreht. Die Hoffnungen von Didi Kühbauer gehen heute aber nicht in Erfüllung. Wacker Innsbruck gewinnt die Frühjahrspremiere mit 2:1 und bleibt damit auch im fünften Spiel zu Hause ungeschlagen. Die drei Punkte, die wir uns zum Ziel gemacht haben, die haben wir erreicht. Das schaut jetzt in der Tabelle ganz gut aus. Aber man hat auch gesehen, ein typisches Spiel zur Saisonauftakt. Also wir haben dann, obwohl wir die ersten 15, 20 Minuten sehr überzeugend und souverän gespielt haben, haben wir ab diesem Zeitpunkt dann den Gegner immer wieder Räume gelassen, waren dann irgendwo nicht so kompakt, wie wir es eigentlich sein könnten. Und dadurch hat uns die Admira doch immer wieder ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Man muss sagen, erste Halbzeit haben wir eigentlich nie ein Spiel gefunden, haben wir wirklich nur reagiert, schon agiert. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, waren wir gerade eine bessere Mannschaft, haben wir die Möglichkeiten gehabt, waren dann eigentlich näher dem 1:1, haben aber dann das 2:0 gekriegt. Und ja, das ist Fußball. Also die Partien waren immer eng und heute ist die Rolle Sieger vom Platz gegangen. Mit dem 2:1-Erfolg kommt Wacker Innsbruck der Admira jetzt bis auf einen Punkt nahe. Die Tiroler können sich also ab sofort in der Tabelle nach oben orientieren. Auch er war letzte Woche krank, ist aber wieder gesund, spielt erstmals in diesem Frühjahr Ilčo Namoski. Der Mazedonier als Kapitän, weil Mörz gelb gesperrt ist und für den spielt im linken Mittelfeld heute erstmals vom Beginn weg der Eigenbauspieler Marvin Botzmann, 18 Jahre jung. Lederer setzt auf die Jugend, sonst seine Mannschaft in Bestbesetzung. Anders die Rieder, viele Kranke und Verletzte, Karil, Kammerer, Rotbuller, Hinum, Schreiner, sie alle nicht dabei. Erste Möglichkeit für den Viertler, Daniel Deichler, aber der Schuss fällt zu schwach aus. Die Rieder konnten in der Vorbereitung für dieses Spiel nur auf Kunstrasen trainieren, keine Platzverhältnisse für ein ordentliches Training. In Oberösterreich möglich. Nach einer halben Stunde nimmt die Partie etwas Fahrt auf und das ist Mattersburg zu verdanken. Schuss von Farkas und jetzt der junge Botzmann. Tolle Parade von Gebauer. Thomas Gebauer, möglicherweise erhält er nächste Woche bereits die österreichische Staatsbürgerschaft. Hier diese Aktion, Farkas und der 18-Jährige nimmt sich ein Herz, aber auch ganz großartig pariert von Thomas Gebauer. Corner Seidel, Namoski und Basala Masana rettet. Mattersburg klar dominierend. Diese Szene, Farkas, Namoski in den Lauf von Farkas. Er sieht Bürger in der Mitte, schießt aber selbst 1:0, 37. Minute. Das erste Bundesliga-Tor von Patrick Farkas in seinem 65. Spiel. Gut gemacht von Amoski. Ja, der Schuss ins Kurze. Der wäre zu halten gewesen. Pausenstand 1:0 für Mattersburg. Die Partie ist gerade mal etwas mehr als eine Minute alt. Amoski. Und 2:0, Manuel Seidel. Schöne Aktion der Mattersburger. Die zweite Hälfte beginnt für die Burgenländer. Ideal. Da setzt er sich gegen zwei Rieder durch. Ilčo Namoski. Seidel startet richtig und trifft zum 2:0. Ried kaum vorhanden. Hier allerdings Beichler und Borenic mit Fußabwehr. Dann erkämpft sich Ziegel den Ball. Situation noch nicht zu Ende. Schul und Anschlusstreffer. Erste nennenswerte Aktion der Rieder und das Tor zum 1:2. Die gesamte Aktion, Beichler, die gute Fußabwehr von Borenic. Aber dann eine der seltenen Aktionen, wo die Rieder einen Zweikampf gewinnen, nämlich durch Ziegel und Schul. Mit dem Anschlusstreffer, dann out, Einwurf Mattersburg, Namoski zu Botzmann, Höller, 3:1, 58. Minute, der 2-Tore-Abstand, sie ist wieder da, Alois Höller reagiert hier am schnellsten, ja, und Ried wieder im Hintertreffen und ja, dem Paul Kludowatz kommt es noch zu wenig spanisch vor, er wechselt in Hälfte
2 gleich 3 Spanier ein. Die bringen aber auch keine Veränderung. Bei Mattersburg geht Namoski und es kommt Röcher. Und der mit der großen Möglichkeit, aber es bleibt beim 3:1. Weiterer Wechsel bei den Mattersburger. Der 17-jährige Gartner kommt für den 18-jährigen Botzmann. Wir sind in der Schlussphase. Die Rieder haben kaum noch etwas entgegenzusetzen. Fakasch. Auch Bürger hat ein bisschen nach Abseits ausgesehen. Da steht Gartner. Und 4:1 in der 86. Minute. Aber wir können das Ganze auflösen. Karna im Hintergrund, wir sehen es gleich. Hebt das Abseits auf. Korrektes Tor. Mattersburg gewinnt 4:1. Die Interviews von Michael Gutmann. Zweites Spiel, zweite Niederlage, immer zweimal auswärts gespielt. Zwar aber ist der Start missglückt ins Frühjahr? Eindeutig, ja. Und ich bin stolz auf die Mannschaft, weil heute haben wir Ried an die Wand gespielt. Und ich glaube, dass Ried nicht so viel stärker als wir sind, aber leider haben die mehr Punkte. Eine verdiente, klare Niederlage, ganz klar ausschließlich auf Zweikampfschwächen zurückzuführen. Die Mattersburger Rescher im Zweikampf, deswegen auch in der Offensive. Erste Halbzeit schon stärker. Nein, also der Platz, der war überhaupt nicht schön, das war in Ordnung zum Spielen. Wir haben leider unter der Woche nie auf Rasen trainieren können, nur auf Kunstrasen. Aber das darf kein Ausritt sein. Wir sind Fußballer genug, dass wir sich auf das einstellen müssen. Haben wir heute nicht geschafft. In der Hand hat das jeder mehr oder weniger selbst, ob er sich solche Bedingungen herstellen kann. Bei uns wird da hart daran gearbeitet und daher nochmal danke. Und man hat es heute dann auch, glaube ich, richtig zurückgegeben. Was ist da das Geheimnis sozusagen? Platzwart macht sozusagen einen super Job, dass es in 154 Spielen keine einzige Absage gegeben hat? Ja, da gibt es einige Geheimnisse, aber es sind ja Geheimnisse. Ja, und kein Geheimnis ist es wohl, dass die Mattersburger in dieser Form mit dem Abstieg nichts zu tun haben.